Sechs Würfel. Greif ihn Sechs an. Würfel. Okay. Das sieht nicht gut aus. Doch, ein Erfolg. Doch. Zwei Einsen. 2-1, stimmt, ja. Muss gerade mal schauen. Klaus. Hat Klaus eine Nahkampfschleuder? Hat er? Nee, hast du nicht. Du musst dann einen Fausthieb machen, wenn du. Okay, Marius, weil ich bei. hab die. Bei Ausrüstung steht es nämlich dabei, es ist noch nicht angekreuzt bei der Waffenübersicht. Achso, du hast bei Ausrüstung hast du noch was? Was ist denn das? Ein Schwert und eine Pistole. Oh, okay. Gut. Gut ausgestattet, der Junge. So, was hatte Marius jetzt an Schaden gemacht? Ich Das ist hatte ein zwei Erfolg. Treffer. Zwei Erfolge. Zwei Wieso Einsen. zwei? Nee, das ist Nein, ein Erfolg halbe. bei zwei Einsen. Ach so, das ist ein halber, ja, Genau, stimmt. richtig. Ist einmal Schaden. Wie viel machst du an Schaden mit deinem Schwert? Da mache ich 5. 5 plus 1 sind 6. Dann kannst du beschreiben, wie du den brennenden Zombie umbringst. Okay, ich sehe wegen den Flammen und dem Rauch sehe ich nicht viel und schlag fast mit geschlossenen Augen zu und treffe ihm oben am Hals und der Kopf klappt so ein bisschen zur Seite weg und er bricht zusammen. Hast noch eine Aktion, oder? Ja, ich würde Aktionspunkte? mich. Aktionspunkte? Ich würde mich mit ins, also gern hierhin bewegen. Ist umsonst? Oder. Ist umsonst, ja. Und meinen Kollegen da helfen, also einen von den Untoten hier anzugreifen. Angriff von hinten? Meucheln, genau. Jägerfähigkeit, Meuchelmord. Ein Gegner im Nahkampf attackiert, der bereits gebunden ist, gilt als heimtückische Attacke. Der Jäger erhält einen Bonus plus 2 für den Nahkampfangriff. 2 Janus-Würfel. Okay, dann Würfel. Und alle Esprit-Sterne gelten als Erfolg. Okay, dann einmal die normalen Hexenwürfel. Ja, das sind dann 6 wieder. Das sind ein Erfolg und zwei Esprit sind drei Erfolge und die Januswürfel dazu. Gut, das sind wie viele? Das weiß ich nicht. Verstand bei dir dabei? Zwei? Zwei Januswürfe als Bonus, ja. Dann kriegst du zwei Januswürfel. Okay. Eine 6 sind 4 Erfolge. Ja. Dann dein Schadenswert der Schaden Waffe 5. plus 4. Plus 4 sind 9. Okay, dann erzähl, wie du ihn von hinten aufschlitzt. Okay. Johann sieht aus einmal aus der Brust von dem Zombie die Klinge aufblitzen im Licht. Und auch wieder schnell verschwinden. Der Zombie kippt auf die Knie und kippt aufs Gesicht. Hinter ihm taucht Marius auf. Genauso Und du mache ich siehst die das. Zähne blitzen. Ein Lächeln. Der unbeugsame Rächer hat wieder zugeschlagen. Klaas! Schwer blutend. Ich. Ah. Ich habe 3 HP, also möchte ich noch einmal mit der Fechtwaffe attackieren. Da ich mich in einem Gegner-Duell befinde und so ein geiler Duellant bin, zählt jeder Espritwürfel als voller Erfolg. 1, 2, 3, 4 Erfolge. Vier Erfolge. Sind wie viel Schaden? 6. 6 Schaden. Okay. Tragen wir einmal die Schadenspunkte bei ihm ein, beim Mumienfürsten. Hast du noch eine Aktion? Ich habe sogar noch 2, ja. Dann Die möchte ich mir los. aufsparen. Möchtest du aufsparen? Die 7 ist durch. 6, Johann. Ja, ich bin mir jetzt unsicher bei der Leibgardkraft. Ist es nur, wenn meine Gegner in den Nahkampf geraten, dass ich sie einsetzen kann, oder auch währenddessen? Also hier steht, sobald sich ein Gegner auf einen seiner Mitstreiter zubewegt, um ihn im Nahkampf zu attackieren. Ist es direkt bei der Attacke, beim ersten, oder auch grundsätzlich? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du kannst ihn jederzeit binden. Ich würde versuchen, den Mumienfürsten noch an mich zu binden. Ja. Mal Nein, klar nein, bitte sitten. nicht, nein. Ach, nicht so gut aussieht. Denke mal Das alle ist meine gar kein schönen Boni. Problem. Ja, du kannst ihn gerne versuchen, an Ja. dich zu binden. Er ist an dich gebunden. Was willst du noch machen? Nichts weiter. Nichts weiter. Dann ist die 6 durch, hat noch AP. Friedrich ist dran, die 4. Chaotisches Verhalten.
Schauen wir mal nach, wie sich chaotisches Verhalten auswirkt. Wesen mit chaotischem Verhalten besitzen bleiben selten am selben Platz. Würfle am Ende des Kampfes, am Ende des Kampfes einen Hexwürfel. Wenn ich einen Erfolg habe, dann kann ich mir einen neuen Gegner aussuchen. Und da ist mir deine Jägerkraft auch herzlich egal, denn er ignoriert die Leibgarde. Gut, dann ist er jetzt aber nicht an dich gebunden und dann muss er angreifen. Er macht gleich einen... Na, man kann zweimal angreifen, wird er auch tun. Die 10. Und gleich den zweiten hinterher. 1... sind 2, sind 3 Erfolge beim ersten. Möchtest du dagegen was tun? Er greift jetzt Johann an, oder? Er greift Johann an. 3 Erfolge. Dann würde ich versuchen zu parieren. Dann versucht zu parieren. Hatten wir jetzt gesagt, ob das 1 oder 2 kostet, das Parieren mit dem Schwert? Das, was beim Schwert aber steht, also 2. Okay. Und du hast ja noch ein Schild. Ich kann nur einmal pro Runde blocken. Das habe ich diese Runde schon gemacht. Das ist natürlich doof. So. Aber das sind wieder 3, das heißt, ich kriege wieder 3 Pufferlebenspunkte. Ja. Und ein Erfolg macht 2 Erfolge. 2 Erfolge für mich beim ersten. Dann bleibt Schaden plus 2 sind 7 Schadenspunkte. Okay. Dann kommen von den 7 minus 3 haben wir 4 minus meiner Puffer-HP. Kommt nichts weiter durch. Gar nichts? Du kriegst keinen Schaden? Naja, die Puffer-EP halt. Okay, die Puffer. Gut. Genau. Ich muss gerade schauen. Du bekommst eine Lähmungsstufe pro 2 Treffer, eventuell nach Ausweichen, Parade, Schildblock. Okay. Ja, soll so passen. Dann bekommst du da keinen. Und was habe ich beim zweiten gewürfelt? 1, 5, zweite 5, 3. Noch einmal 3. Das heißt, ich habe wieder 3 Erfolge mit meinem zweiten Clownangriff. Ja, da kann ich nichts weiter gegen tun. Dann bekommst du 5 plus 3 sind 8 Schadenspunkte. Kommen noch insgesamt 4 durch. Und du bekommst eine Lähmungsstufe. Mhm. Dann ist Friedrich durch und die Leichen sind dran. 2 Untote hier, das sind jeweils 4 Schadenspunkte, also einmal 4 und noch einmal 4. Rüstung abziehen sind 1 und 1. Jupp. Ganz schön tanky. Mhm. Dann kommt Klaus, einer mit 4. Klaus kann entweder parieren oder er nimmt ihn. Ich steck den an. Und Jan bekommt einmal 4 und einmal 4. Ja, davon nur die Hälfte durch, aber ja. Johann Christoph von Freiberg-Eisenberg wurde 1588 ungefähr 450 Personen hingerichtet. Gut, die Kampfrunde ist durch. Klaas hat... Achso, okay, gut, Entschuldigung, dann die 2 AP verwurst. Ja, mir wurde gerade mein Gegner gestohlen, deswegen überlege ich gerade. Entschuldige mich. Später. Ja. Ich möchte ihn diese beiden Untoten vom Hals holen. Ich bin ja nicht mehr gebunden, richtig? Du bist nicht gebunden. Dann möchte ich einen Schritt hinter Johann machen. Zweimal rechts an ihm vorbeistechen, die beiden Untoten da wegholen. Dann los. Denn hier greift meine tolle Jägerkraft ja immer noch. 1, 2, 3. 1, 2. Ich habe ja immer noch überlegene Fechtkunst. Die immer noch nichts kostet, das heißt, sie sind sofort tot. Okay. Dann hat Klaas noch eine Lähmungsstufe. Richtig. Johann hat noch eine Lähmungsstufe. Mhm. Sogar 2, glaube ich, ne? Ne, eine. Eine habe ich mir aufgeschrieben, ja. Und Friedrich würfelt mal sein chaotisches Verhalten aus. Wenn er mich jetzt wieder packt, ist das egal. Und Friedrich nimmt sich Marius. Ja. Beziehungsweise ich schaue mal gerade nach.
Ein zufälliges Ziel. Neues Ziel. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Dann würfel ich mal einen W10. 7. Das bin bestimmt ich. 7 halbe. 1, 2, 3. Das ist Jan. Warum auf den Fernkämpfer? Ja, ja. Sehr gut. Ja, vielleicht kann Johann ja wieder abspotten. So, wenn ihr eure Lähmungsstufen durch habt, dann fängt Gerold wieder an. Nee, Johann darf noch. Johann darf noch? Johann hat noch? Ja, was? Nee. Akrobatik. Akrobatik, achso, okay, ach, der fehlte. Ich wusste gar nicht, weil AP hatte ja schon. Ich schau kurz. Okay. Ein Erfolg. Dann ist die Lähmungsstufe wieder abgeschüttelt. So, Gerold ist dran. Gerold wird angreifen. Fechtwaffe. Macht er zweimal. Zweimal Fechtwaffe. Mhm. Würde ich den ersten parieren, blocken mit dem Schild und den zweiten parieren. Eins, zwei, drei, vier beim ersten. Und einen beim zweiten. So, den ersten 1, 2, da kommen 2 Schaden durch. Mit 2 plus 2 sind 4. 4 Schadenspunkte beim ersten, minus deiner Rüstung. Bleibt einer. Ah, sehr schön. Und den kannst du komplett blocken. Und das war ein Schildblock, ne? Erst Schildblock, dann pariert. Achso, erst schon. Okay, dann kannst du bei der Parade mit dem Schwert kriegst du bei den Einsen nichts dazu. Doch, genau. Also beim Parieren, beim Ausweichen und beim Blocken. Achso, beim Parieren auch. Okay, immer. Mhm. Gut, dann kriegst du 3 Lebenspunkte, also die Schildlebenspunkte dazu. Ja. Gerold ist durch. Jan, 8. Ja, als erstes einen Schwertangriff auf den angeschlagenen Untoten. Kurze Idee, die ich habe, die ich euch mal helfe. Wenn du verzögerst und darauf wartest, dass sich Johann dir abspottet, 3 kann er ja abspotten, also er kann ja noch abspotten, ja, und prinzipiell alle, dann könntest du mit deiner Fernkampfwaffe normal schießen, das als Tipp von dir. Nein, kann ich nicht, weil sie dann wieder gebunden sind. Ach so, dann sind sie aber nicht an dich gebunden. Ja, dann muss ich aber trotzdem, ich habe schon gerade eine Idee. Okay, gut. Also ich tatsächlich würde dann, nachdem ich die Schläge kassiert habe, versuchen, die noch 3 weitere an mich zu binden, unter anderem auch den Mumienfürsten. Ja, aber ich würde als erstes versuchen, den Angeschlagenen zu töten, weil wenn er jetzt umkippt, braucht er den nicht mehr binden, sondern okay, kann... dann Säbel. Gut. Dann Säbel auf die mit den 5 Schadenpunkten, da fehlt ja nicht mehr so viel. Gerade wiedergekommen. Würde treffen und damit wäre er platt. Damit ist er platt. Und du hast noch 2 Gegner. Ja, und 2 AP und die verzögere ich erstmal. Dann verzögerst du, dann ist die 7 Klaus. Ich bin dran, ich habe 8. Achso, du bist jetzt auf 8, Klaas. Erstmal, ich möchte jetzt endlich den Gerold umbringen. Ich ziehe erstmal meine Pistole und schieße ihm ins Gesicht. Mhm, okay. Nö. Das triffst du nicht. Ich möchte sie ihm für 0 AP entgegenwerfen und mich dann mit der Fechtwaffe hinterher stoßen. Okay. Stürzen. Schmeißt du deine Fechtwaffe? Nein, ich schmeiße die Pistole. Ja, Entschuldigung. Okay, wir sind leider nicht im Nahkampf. 1, 2, 3. Ich meine, einmal 3 Erfolge. Kannst du Schaden machen? Wie viel kriegt er an Schaden? 5. Das sind einmal 5 Schaden und einmal 6 Schaden. 5 minus 1 sind 4. Dann kriegt er einmal 4 und dann kriegt er nochmal was? 5? Jupp. Dann bist du durch mit der 8. Jetzt ist aber Klaus dran. Ich würde zuerst mit meinem Schwert den Untoten vor mir angreifen. Ja, der brennt. Entschuldigung, der ist schon tot. Der ist gerade verbrannt. Den habe ich noch nicht den Brandschaden nach oben gesetzt. Der ist weg. Das ist umso besser. Dann würde ich mit meiner Pistole, weil ich freie Schussbahn habe, auf Friedrich schießen.
auf Friedrich, den Mumienfürsten, dann schieß. Nicht getroffen. Und mich anschließend mit dem Schwert hinterher stürzen. Ja, ist umsonst. Zumindest das Laufen. Und einmal getroffen sind, wie viel? 3 Schaden. 3 Schaden. Marius. Ja, ich würde Friedrich von Freiberg gerne das Licht ausblasen. Von hinten? Genau, von hinten. Mit Meucheln. Und das sind 6 Würfel. Sieht gut aus. 1, 2. Ist die 1 noch irgendwas? Nee, ne? Die 1 ist als voller Erfolg zu werden. 1, 2, 3 Stück. Dann dein Schaden plus 3 sind. Januswürfel, noch 2 Bonuswürfel. Dann los. Sind 4 und 5, sind nochmal 2 Erfolge. Und 3 ist der Schaden. 3 ist der Basisschaden der Waffe. 3 plus 3 plus 2 sind 8. Ja. Okay, dann ist Marius durch, Klaas war auch schon, Johann 6. Ich kann diese Runde nicht mehr handeln, ich würde... Warte mal, ich habe glaube ich 2 Angriffe. Entschuldigung, dann darfst du nochmal. Ja, aber das ist ein normaler Angriff. Das ist ein normaler Angriff? Oder darf ich 2-mal meucheln, Jägerfähigkeit? Wenn du... Ich glaube nicht. Steht das dabei, ob du es darfst oder nicht darfst? Bei mir steht bei, wenn ich die nur einmal einsetzen darf. Gibt Sachen, dabei, die, also. Gibt Sachen einmal pro Kampf, einmal pro Coup? Also ich kann einen Gegner im Nahkampf attackieren, der gebunden ist. Würde ich sagen, gilt immer. Er ist gebunden, dann darfst du. Immer wenn ein Jäger im Nahkampf gebunden ist. Ja, ist er. Wenn du AP hast, okay, dann darfst du es nochmal. Jo. 5, 5 sind 2 Erfolge und die beiden Januswürfel? 3 Erfolge. 3, die 1. Ach, die 1, richtig, auch. richtig, danke fürs Aufpassen. Und dann auch die Januswürfel? Die Januswürfel helfen nicht. 3 und 1 ist gar nichts. Ja. 1, 2, 3 plus 3 sind 6. Gut. Dann ist jetzt aber Marius durch, Johann 6. Johann hatte schon. Ja. Dann ist Friedrich dran, der Mumienfürst, und der hatte sich Jan genommen. Ja, darf ich kurz noch meine Aktionen vorher? Ja, selbstverständlich. Weil, dann möchte ich 2 Ideen opfern für Schnellschuss, Schnellladen und Kernschuss. Damit kann ich in 2 AP im Nahkampf schießen. Hört sich gut an. Und mache, Moment, 2 Ergebnisse. 1, 2 und 1 Esprit. Ja, der bringt mir nur nichts. 2 plus 8 Schaden auf Friedrich. Dann beschreib die Szene. Ja, Friedrich versucht gerade Richtung Jan zu schlagen, blickt in den Lauf und sieht nur noch die Kugeln sich entgegenkommen. Damit ist die 4 ausgelöscht. Friedrich wollte dich gerade zerteilen. Das hat er nicht geschafft. Die Leiche ist noch dran und würde dir einmal 4 Schaden mit auf den Weg geben. Ja, die muss ich jetzt einstecken. Genau, minus deine Rüstung sind 2 Schaden. Dann habt ihr keine Lähmungsstufen. Es gibt kein chaotisches Verhalten. Nächste Kampfrunde. Gerold ist dran. Gerold schießt mit der Pistole. Und zwar 2-mal. Angriff ist 8. Und zwar einmal auf Klaas und einmal auf Johann. Kein Problem, weiche ich aus. Das ist ein Erfolg für dich, Klaas. 1, 2, 3. 3 Erfolge für Johann. Er würfelt gar nicht so gut. Ich müsste noch mal noch einen Janus Würfel der Schwernis nehmen, aber ich habe so viele Erfolge, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Johann kann ausweichen bzw. abwehren, Schild hochreißen und auch dir gelingt es. Dann ist die 12 durch.
Jan ist dran mit der 8. Nee, ich krieg Schaden. Ach, du bekommst also, Schaden? Ja, genau, der Esprit stehen zählt nur als einer, als ein halber, ganz normal. Aber ich krieg halt den Lebenspunkt dafür. Ah, richtig, das war's. So, viele Regeln. Hm. Der Schaden von meiner Pistole ist 3 plus 3. Ach nee, gar nicht, die Erfolge werden abgezogen. 3 plus 1. Jan verzögert, auf jeden Fall komplett. 4 Schaden, ich glaube, das wird alles weggesaugt von deiner Rüstung. Nee, von Lebens- Rüstung und Lebenspunkt. Genau, richtig, ja. Okay. Jan verzögert, Klaus. Nee, Entschuldigung, Klaas ist auch mit 8. Machen wir dasselbe Spiel wie gerade eben. Und erschießen ihn. Und wieder daneben. Peinlich. Ich werfe jetzt die zweite Pistole um die Ohren und steche ihn einfach ab. Das wird sonst nichts. Ja, einen AP habe ich noch. Passt. 1, 2 und die Esprit sind 3. 5 Schaden. 5 Schaden? 5 Schaden. 5. Achso, warte mal. Minus Rüstung. Dann ist Klaas durch mit der 8. Klaus. Klaus ist nicht da. Doch, bin wieder da. Bist wieder da. Alles klar. Klaus, du darfst dich einmal kurz orientieren, was so gerade passiert ist. Bist zumindest frei zurzeit. Ja, ich würde, denke ich, auf den Untoten bei Jan schießen. Mhm. Mit deiner Schleuder und triffst nicht. Hast du noch AP? Ja, dann will ich nochmal mit der... Ja, wir würden nochmal auf ihn schießen. Das ist ein Erfolg. Dann machst du 2 Schaden. Richtig. Marius, 7. Ich gehe ja auf diesen Schwarzmagier los. Ja. Er ist im Nahkampf. Kann ich hinter ihn? Klar, kannst du hinter ihn. Gut. Und dann werde ich versuchen, ihm von hinten die Kehle durchzuschneiden. Meucheln. Das ist ein Erfolg, 2 Erfolge und da einmal der Januswurf, das sind 3 Erfolge. Wie viel Schaden? 3. 3. Sind 6. Das sind 6 Schaden? Ja. Gar nicht so viel. Nach Marius folgt Johann. Ich habe doppelte Aktion, ich kann es zweimal machen. Dann tu es. 1, 2. 4, 4 sind auch Erfolge bei den Janus. Es sind 4 Erfolge. Das sind 5 Erfolge. Mit der 1, ja, stimmt. 5 plus 3 sind 8. Schaden? Achso, Schaden ist 3. Nee, 3 plus 5 höher sein. 8. 3 plus Ach, Schaden 5 ist 5. Nee, Entschuldigung, ja. Schaden okay, ist 5. Dann erzähl. Wie wirst du ihn umbringen? Ich nehme meine große Hiebwaffe, die ich ja habe. Diese Schlagwaffe ist eine große einhändige Waffe. Kommt von rechts angesaust und ins Genick rein. Und man hört das Knacken. Mein Kopf klappt nach vorne auf die Brust. Er guckt nochmal hoch, obwohl das eigentlich gar nicht gehen könnte. Und kippt nach vorne, Blut überströmt. Er murmelt noch irgendwas von Großvater, als er sieht, wie der andere Leichnam des Mumienfürsten nach vorne aufgeschlagen ist und er fällt dann ebenso in den Staub der Krypta. Großvater. Dann möchte ich kurz meine Aktion jetzt nachholen. Ich setze meine letzte Idee ein, um den Untoten im Nahkampf hoffentlich zu erschießen. Versuch es. Ich vermute nicht, dass das jetzt noch ausgewürfelt werden muss, aber wir tun es einfach mal. 1, 2, 3. Der ist hinüber. Okay. Mein Grundschaden reicht ja, um den platt zu machen. Nach viel lautem Getöse
die Schüsse, die durch die Nacht gehallt haben, Schwarzpulverdämpfe, die sich jetzt langsam mit dem Nebel verflüchtigen, weiterer schwarzer Schnee, der sich jetzt auf die Leichen legt. Ihr habt es wieder einmal geschafft. Wieder einmal wart ihr dort erfolgreich, wo nur Jäger erfolgreich sein können. Diesmal war das keine Hexe, kein Lykanthrop, sondern ein Nekromant, der seinen Großvater wohl zurückholen wollte, um Rache zu üben. Wir werden es nicht erfahren. Aber wen interessiert schon die Geschichte von einem Wahnsinnigen? Es gibt dort draußen viel zu viele, die alle ihre eigene Geschichte versuchen zu erzählen. Ihr seid erfolgreich und könnt dann wieder langsam eure Wunden versorgen. Vor allem Klaas, der viel geblutet hat. Vielleicht der ein oder andere Heiltrank, der ihm noch einmal mitgegeben wird. Und humpelnd, stützend könnt ihr wieder zurück nach, ja, zum kleinen Jakobsheim. Laufen die Untoten hier noch herum? Die sind allesamt zerfallen. Gut. Mit dem Ableben von Gerold von Freiberg, dem Schwarzmagier, zerfallen sie und werden dann von den drei Jungs, die ihr in der Kirche zurückgelassen habt, nach und nach weggestapelt, weggeräumt mit Karren. Es gibt nur wenige Verluste zu beklagen. Natürlich fehlt der Priester, der Pastor. Man muss sich wohl in einiger Entfernung einen neuen Küster holen, aber das ist eine andere Geschichte, die eines anderen Tages erzählen wird und sicherlich keinen Hexenjägern bedarf. Bevor wir ganz aufbrechen von dem Schlachtfeld im Wald, würde ich noch dem Hexenmeister und der Mumie den Kopf aufschlagen. Gute Idee. Wie es sich gehört. Natürlich noch einmal ja. Feuer anzünden, damit die Leichen bis aufs Letzte verbrennen. Und damit endet unser Abenteuer von Jakobsheim und den fünf mutigen Helden, die noch sicherlich einiges andere erleben werden.